24. Firun. Nach 2 Wochen der Reise seid ihr in Gareth angekommen. Die Strecke selbst ist nicht lang, aber unendlich gezogen durch das vorsichtige Tasten nach Hindernissen. Nekromanten, Strauchdiebe beherrschen nun das wilde Dapazien. Die Straßen zerstört und die Pferde machen euch nicht schneller. Nun jedoch seid ihr wieder in eurer Villa. Frischer Brötchenduft empfängt euch, als ihr aus euren Betten aufsteht und den flauschigen Teppich unter euch führt. Witwe Prutz ist bereits am Kochen und Backen. Was wollt ihr tun? Ach, endlich wieder im eigenen Bett erwachen. Ein herrliches Gefühl. Lass uns mal schauen, was die anderen machen. Ich zieh mich an und gehe dann runter in die gute Stube. Guten Morgen, Herr Bobier. Guten Morgen, Frau Prutz. Brötchen stehen schon auf dem Tisch und Marmelade auch. Ah, hervorragend. Ach, ich liebe diesen Duft von frischen Brötchen am Morgen. Das ist die wichtige Mahlzeit am Tag. Gewiss, Frau Prutz. Was machen meine Gefährten? Sind sie schon auf? Ja. Morgen Abelmir. Guten Morgen, Isarun. Ah, ich sehe, ihr habt schon die Konfitüre angerührt. Was heißt angerührt? Ich habe von jeder Konfitüre probiert. Qualitätskontrolle heißt das, glaube ich. Natürlich. Sauerkirsch, besonders lecker. Kann ich nur empfehlen. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Die Kristalle wachsen prächtig. gewiss. Nun ja, natürlich. Ich habe sie, als wir die Villa bezogen haben, doch angesetzt. Und nun mittlerweile habe ich da eine schöne Formation herangezüchtet. Wahrlich sehenswert. Man muss ein Zwerg sein, um nicht den Preis Sonnenschein zu genießen, sondern lieber in einem Keller rumzuhocken und über Kristalle zu brüten. Aber es sind besonders schöne Kristalle. Ich konnte einen mit einem blauen Einschluss züchten. Faszinierend. Und was macht ihr mit diesen Kristallen? Ja, gegenwärtig nichts. Nun ja, und zukünftig? Ja, weiß noch nicht. Vielleicht mache ich einen hübschen Schmuck für meinen Bart daraus. Oder... Naja. Dulamin kommt gerade zur Tür herein. Jetzt setz ihn dann. Ruck, es muss nicht immer alles nützlich sein. Ja, da hat sie recht. Könnte einen Kristalllöffel machen. Für die Konfitüre. Sind die nicht sehr scharfkantig? Ja. Da muss man eben besonders sorgsam Konfitüre auftragen. Ja. Ja, der steht ja am Außenweg hier. Mira, komm rein, Schatz. Setz dich hin. Warum hat Mira eigentlich keinen Stuhl? Weil die Stühle hier im Haus nicht so viel Gewicht tragen. Außerdem legt sich Mira doch immer hin beim Essen. Dann vielleicht könnte ich ein Bett Sofa bauen. Ja, sie bräuchte... Wie heißen diese Dinger in Aranien nochmal? Ein Divan? Nein, ihr meint ein Diener. Ja, das würde ihr gefallen. Das klingt gut. Was kostet sowas? Hey, ihr stellt Fragen. Das weiß ich nicht. Oh, das wird schon aufzutreiben sein. Ja, wir hatten doch einen in unserem Haus in Aranien. Wir bringen den einfach her. Nun, ich fürchte, er ist zu klein. Und zu leicht. Oh, nichts, was man mit ein bisschen zwergischer Handwerkskunst nicht hinkriegt. Sonst frage ich den Eisinger. Seht mal, Boltax hat schon angeboten, es zu werkeln. Oh, perfekt, Boltax. Dachte eigentlich an den Zwerg, der in Aranien geblieben ist, nicht wahr? Der braucht ja auch was zu tun. Er wollte sich ohnehin um das Haus kümmern. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit. Ich muss mich doch den Kristallen widmen. Ist es nicht einfacher, einen Handwerker hier in Gar zu kontaktieren? Wirklich? Ja, aber dann ist es doch nicht original aus Aranien. Wir wollten doch einen aranischen Divan. Ich glaube nicht, dass wir einen aranischen Divan wollen, aber gut. Auch völlig egal. Es gibt bestimmt auch garetische Divane. Sie heißt vermutlich anders. Nur das Beste für Mira. Ich werde die Haustür ja mal auf und zuschlagen und ein dreckiger Jalan kommt herein und wirft seinen Mantel über den nächstbesten freien Stuhl. Jalan! Ihr seid wach. Gut. Du musst dir die Hände waschen. Was? Warum? Und die 20 Sekunden unter Wasser mit Seife. Jalan? Mhm.
Frau Putz, ja, ja, ja. Sie wedelt nur noch mit dem Zeigefinger in der Luft und... Ich winke mit einer Hand ab, wenn ich mich umdrehe und einige Minuten später erst ohne Schuhe und mit leidlich gewaschenen Händen wiederkomme. Ja, Frau Putz hat dir auch schon Hausschuhe hingestellt. Danke. Nun, ich sehe, ihr seid alle angekommen. Ich hatte schon befürchtet, ihr werdet verspätet. Wir waren vor dir hier. Wir waren pünktlich. Hervorragend. Nun, wie ist die Lage? Gut, die Kristalle wachsen prächtig. Mira bekommt einen Dira-Wahn. Oder? Nicht das, wonach ich gefragt habe. Dann präzisiere deine Frage. Nun, habt ihr euch schon um diesen Unteralatissen bekümmert, wenn ihr offensichtlich schon an der Liche wart? Und Isarun, ich nehme an, ihr habt mal die Hexe bereits abgeliefert? Nein, die Hexe war keine Hexe. Wir haben sie überprüft. Sie arbeitet nun für uns als Gärtnerin. Also, die eine Hexe war keine Hexe. Die andere Hexe, die Zulanin und ich gefunden hatten, die war eine Hexe. Die haben wir verurteilt. Korrekt. Ihr habt alles verpasst. Allerdings haben wir auch die nicht mitgenommen, sondern dort gelassen, per unserem Urteil. Nun, selbstverständlich, ihr werdet wohl kaum ihre Asche mit hierher geschleppt haben. Aber ihr habt die vermeintliche Hexe, die dann wohl offensichtlich keine Hexe war, an Fosslerin übergeben, der sie überprüft hat? Nein, das war nicht notwendig. Beziehungsweise, ich kann ihn ja später mal fragen, ob er sie noch selber überprüfen möchte. Aber ganz ehrlich, also ich habe sie überprüft und wir waren alle Zeuge. Das wird seine Ordnung haben. Ich bin mir nicht sicher, dass diese Nalbo im Sinne war. Schließlich war sie eine... Sagen wir Friedensangebot, dann sollte auf Fossler reden und nicht an euch persönlich. Ach, Albuin, Schmalbuin. Jetzt, Jalan, setz dich erstmal und iss was. Ich habe Boltax einen finsteren Blick zu und habe gerade nicht die Kraft, mich auf irgendwelche heftigeren Diskussionen einzulassen. Die andere Hexe ist übrigens nicht tot. Das ist richtig. Weil? Die gesagt haben, wir bringen sie nicht um. Weil sonst ein Nekromant das Satuari-Heiligtum übernommen hätte. Und es stellt sich heraus, dass der Ort, an dem diese echte Hexe gewirkt hat, auf dem elementaren Hexagramm sitzt, einem beachtlichen Kraftliniennetzwerk. Und ein Nekromant, dem wir begegnet sind, wollte dieses wohl vereinnahmen und zu so etwas Ähnlichem machen wie diesem Knochenpfad. Kurz gesagt, sie war das geringere Übel. Ja. Wenn es um diese Art von Magie geht, gibt es kein geringeres Übel. Keine Sorge, ein Geode passt jetzt auf sie auf. Naja, demnächst, wenn er ankommt. Ja, in 2 bis 4 Jahren. Also. Was? So lange können wir nicht warten? Naja, er ist ein gemütlicher Zwerg. Das habe ich doch gesagt. Er kann gemütlich sein, wenn er dort angekommen ist. Wir hatten sie doch. Wir hatten sie alle beide. Wie kann es sein, dass ich euch einige wenige Tage lang alleine lasse und ihr beide wieder auf freien Fuß setzt? Nun, wie wir festgestellt haben, ist die eine keine Hexe. Ja, schaut mal, da draußen ist sie. Das macht sie noch lange nicht unschuldig, Abelmir. Der Hexerei irgendwie schon. Albuin hatte sie festgesetzt wegen Hexerei. Da die Dame keinerlei magische Begabung hat, kann sie dementsprechend logischerweise keine Hexe sein. Ihr wisst also genauso gut wie ich, Saldo Fosslerin keine Hexe übergeben. Ihr wisst genauso gut wie ich, dass die Schergen Borbarats mit ihrem eigenen Blut zaubern, auch wenn sie nicht als Magier geboren seien wie ihr. Das ist richtig, aber auch das erkennt mein Zauber. Boltax holt mit dem Finger nach draußen aus dem Fenster und du kannst erkennen, wie da wohl die Kräuterhexe Kunhuta im Unkraut steht und das jätet. Genau, da ist sie gerade. Winkt ihr einmal. Sie freut sich bestimmt, euch zu sehen. Ich werde sie im Auge halten. Naja, das könnt ihr machen. Aber winkt trotzdem. Und was ist wirklich eine nette Dame. Und was diese andere Hexe und diesen seltsamen Kraftknoten angeht, nun, darum wird man sich dann wohl kümmern müssen. Offensichtlich jemand, der moralisch rigider ist als ihr. Was soll denn das heißen? Ihr wisst, was es heißt. Das wird tja, gerne mal da gewesen. Nun, es tut mir leid, dass es Dinge gab, die meiner Aufmerksamkeit bedurften. Ich dachte, ich könnte euch diese winzig kleine Kleinigkeit anvertrauen. Wo wart ihr überhaupt? Es haben sich wohl einige Untote aufgetan, um die sich jemand kümmern musste. Und man hielt es für das Beste, keinen von
sagen wir den etwas eifernderen Bandstrahlern hinzuschicken. Ihr wisst schon. Um die Hättet ihr mal einen Eiselementar beschworen? So habe ich das gemacht mit den Untoten. Ich bekomme Kopfschmerzen. Reden wir über andere Dinge. Was tun wir? Was tun wir mit Alvan von Unterallertissen? Habt ihr bereits eine Audienz bei Ihrer Majestät beantragt? Ist die überhaupt in der Stadt? Ich nehme an, nicht. Nein, ich fürchte nicht. Und es scheint, als würde das Banner Almadas ihre Residenz wehen. Wir müssen wohl davon ausgehen, dass Selinjan hier ist. Wieder, wie mir die anderen gesagt haben. Wir kamen gestern erst spät an. Da war es nicht ziemlich, dann noch nach einer Audienz zu fragen. Wir werden es heute Morgen machen. Ich darf euch empfehlen, vorher ein Bad zu nehmen. Ihr seht wirklich nicht höfisch aus. Vermutlich. Ich sollte wohl, ich weiß nicht, den Raya-Tempel aufsuchen oder so. Wir haben ein Bad. Wir sollten ihnen sowieso die Nachricht überbringen, dass wir Keras, sagen wir, verloren haben. Nun solltet ihr zum Raya-Tempel wollen. Das ist auch mein Ziel aktuell. Umso besser. Jedenfalls, wie kann es sein, dass wo auch immer wir einige Wochen lang nicht sind, Usurpatoren, Untote und Magier aus dem Boden sprießen wie sonst nichts? Oh, ich glaube, wir haben noch etwas vergessen zu erwähnen. Nein. Als wir uns in Talf wieder trafen, gerieten wir in etwas, was unsere Magier ein Albtraumgewitter nannten. Ihr habt das schon einmal erlebt, nicht wahr? Das fehlte uns noch. Ein Neungehörnter erschien uns und wollte uns glauben machen, dass alles, was wir in Wahrung vollbracht haben, ganz im Sinne seiner Herrin gewesen sei. Er gab uns außerdem einige Ratschläge bezüglich des Schwarzen Drachens. Wenn es was diese Aussage betrifft, wäre ich an eurer Stelle geneigt, ihm zu glauben. Er hat schon einmal versucht, uns weiszumachen, dass der Schwarze Drache wohl nicht ganz im Sinne seiner dunklen Herren handelt. Naja, es war auf jeden Fall wieder ekelhaft zu träumen. Ach ja, und ich glaube, der aventurische Bote nimmt an, dass wir im Dienste des Horasreichs unterwegs sind. Ihr seid so ein schlechter Lügner, Boltax. Ich glaube nicht, dass er das denkt. Boltax. Oder? Warum lügt ihr den aventurischen Boten an? Weil das mit dem kein Kommentar nicht funktioniert hat. Er hat einfach immer weiter gefragt und ich dachte, das ist das Beste. Und das außerdem macht es Boltax nicht. Boltax wollte ihn beschützen. Dieser Schreiberling hatte sich in den Kopf gesetzt, einfach unbewaffnet in die Wildermark hineinzurennen. Und Boltax dachte sich, wenn wir ihn glauben machen, die nächsten großen Ereignisse würden sich im Horasreich anbahnen, dann würde er vielleicht umkehren. Genau, das macht es nicht recht, unschuldige Leute anzulügen. Auch wenn ihr die besten Absichten habt. Das ist nicht Boltax-Fehler. Iserun hat gesagt, das würde funktionieren und hat's nicht. Iserun, ich bin enttäuscht. Was denn? Ich hab gesagt, wir sollen einfach nur keinen Kommentar sagen. Ja, das hat aber nicht funktioniert, da hat Boltax ganz recht. Ja, das hat nicht funktioniert. Ja, dann hat er improvisiert. Ich bin immer gut im Improvisieren. Also aus Erfahrung, das hat nicht so gut geklappt. Nun ja, darüber lässt sie sich streiten. Ich sehe schon wohlgesonnene Worte sind an euch verloren. Nun, also haben wir einmal mehr einen Usurpator, der auf dem Greifenthron sitzt. Ach, das ist nur der Kleine. Also ich schlage vor, dass wir unsere Kräfte aufsparen und uns um diese spezielle Situation jetzt nicht sonderlich bekümmern. Greifen wir uns diesen Unterallertissen und verlassen wir die Stadt, bis wir Rohaya habhaft werden können. Nun, wir brauchen auch Selinjan. Wie wollt ihr den? Das Positive ist, Selinjan wird, denke ich, kein persönliches Interesse an Unterallertissen haben. Wie wollt ihr den Unterallertissen denn freikriegen? Das letzte Mal, als wir Selinjan gesehen haben, war ja auf euch alle nicht so gut zu sprechen. Ja, das hat er sogar in den Bauch geboxt. Frei. Nun ja, wir müssten vielleicht nicht etwas inoffizieller vorgehen. Nicht so mit der direkten Brechstamme. Ach so, das, was ich vorgeschlagen habe. Ich breche ein, nehme Unterallertissen mit und haue wieder ab. Das ist eine gute Idee. Und nun, es steht Selindian Hall nicht frei, über einen Gefangenen zu verfügen, der nicht der seine ist. Entsprechend werden wir wohl im Sinne des Reiches handeln müssen, während er unrechtmäßig auf dem Thron sitzt. Aber wir brauchen auch seine Armee. Und er muss ja nicht wissen, dass jemand aus seinen Gefängnissen verschwunden ist. So viel zum Thema moralisch flexibel.
Ja, aber ist das jetzt nicht die Gelegenheit, ihn zu überzeugen? Würde ich auch so sehen. Es sei denn, ihr wollt hier nochmal irgendwann hin und mit dem reden. Man könnte ihm vielleicht einreden, dass es ein kluger politischer Schachzug wäre, unter Alatissen zu einem gewissen Herrn zu schicken, um seiner Schwester eins auszuwischen. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Wir wollen ihn nicht noch in seiner Position bestärken, denkt ihr nicht? Ach. Er muss es nur glauben. Das ist ekelhaft. Ich glaube, ich werde in dieser Zeit einfach in die Akademie gehen. Das kann auch nicht schlimmer sein. Auch ihr seid dafür verantwortlich, dass diese Sache glatt geht. Ihr werdet euch dem nicht entziehen können. Genauso ich glaube, dieser Hund möchte diesen Unteralatissen einfach nicht sehen, weil, naja, du weißt ja. Voltags. Ja. Nun, dann müsst, ihr wohl die Zähne, dann müsst ihr wohl die Zähne zusammenbeißen und doch durch. Ich habe es extra nicht angesprochen, Isarun, weil ich ja weiß, dass ihr da ein bisschen... Ihr sprecht es schon wieder an. Greif im Mund, versteht das nicht falsch, aber wenn ihr euch mit dem Kleinen da trifft, komme ich nicht mit. Der und ich haben keine, wie nennt man das, keine gute Beziehung zueinander. Ich glaube, das wäre der Unterhaltung nicht zuträglich. Ihr erwartet also, dass ich mit was? Mit Boltax im Schlepptau und Abelmir dort hineingehe und versuche den Thronräuber davon zu überzeugen, das zu tun, was das Beste für das Reich ist? Also ich denke, meinem Vater Abelmir macht das. Ja, verzeiht, euch vergaß ich. Jalan, also wirklich? Hm? Ihr habt kein Benehmen. Das ist richtig, ich sollte das Gespräch führen. Was natürlich nicht, das sollten wir der Rayani überlassen, als Diplomatin natürlich. Ah, das ist auch gut. Solange Jalan nicht spricht, ist das, denke ich, für uns alle verboten. Was du ja mich aber raushältst. Was denn? Letztes Mal hat er nicht so besonders gut funktioniert. Vielleicht sollten wir vor seiner kaiserlichen Majestät Selinian Hall etwas mehr kaiserliche Eintracht Hoheit zeigen. Wie auch immer. Etwas Eintracht zeigen. Anstatt hier wie kleine Schulbuben herumzustreiten. Ja, genau, ist doch nicht hier. Wir sind ja nicht im Horasreich. Also, wir überlegen uns vorher einen Plan, wie wir mit dem umgehen wollen. Mir ist ehrlich gesagt nicht wohl dabei, ihn auszuspielen gegenüber seiner Schwester. Preuß gefällt es nicht, seine Position als Usurpator noch zu bestärken, indem wir ihn mit dieser Art von Ehrung begnügen. Ich finde, wir sollten sein Bart loben, wenn er einen hat. Ich denke nicht, dass er einen hat. Ein Schnurrbart? Doch, das letzte Mal hatte er so einen leichten Pflaumen. Boltax, Menschen sind Bärte doch völlig egal. Ich denke, Boltax hat insofern recht, dass sich Selinian Hall im Grunde genommen nach Anerkennung sehnt. Ich denke, wenn wir ihn für den Kampf gegen den Schwarzen Drachen gewinnen wollen, müssen wir ihm das Gefühl geben, dass er derjenige ist, der die Sache auf die Beine stellt. Dass er derjenige ist, der seine Schwester und den Usurpator dazu bringen muss, ihre Heere zu vereinen. Denn ich glaube, das ist das, was er für sein Selbstbewusstsein braucht. Genau. Wir müssen ihn nicht Kaiser nennen, aber wir müssen ihm das Gefühl geben, dass er derjenige ist, der die Handlungsmacht hat und dass es an ihm hängt, dass diese Schlacht gewonnen werden kann. Seht ihr, Jalan, endlich mal eine Frau mit Verstand? Ja, vielen Dank auch. Verzeiht, Isarun, aber nun, ihr seid nicht... Ja, sprecht nur nicht weiter. Ich habe schon genug gehört. Aber mir wirklich. Aus. Die gute Laune ist... gute Laune ist heute ja richtig stark hier. Ja, wirklich. Egal. Was wir vielleicht auch noch ansprechen könnten, um Selindian zu überzeugen, ist, nun ja, der Tod seiner Mutter. Wer hat ihn verantwortet? Der schwarze Drache. Rache ist natürlich kein gutes Motiv, aber es könnte eine Rolle spielen bei ihm, wenn er wirklich so impulsiv ist, wie wir es bisher den Eindruck hatten. Steht er nicht auch unter der, nun ja, Vormundschaft der Boronkirche? Oder hat er eine gewisse Beziehung zu ihr? Könnte das nicht auch ein Triebfeder für seinen Antrieb sein? Er war Novize unter der Vormundschaft des Raben von Punin.
glaube, schon einige Zeit. Hier das Wichtigste. Denkt daran, wer das letzte Mal hier war, als Punina Banner geweht haben im Wind. Alara. Ja. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Lindian wird nicht unser Problem sein. Alara ist unser Problem. Nun, dann haben wir tatsächlich ein Problem. Das habe ich ja gesagt. Und ich habe keine Lust, dieser Frau noch einmal außergewöhnlich lange zu begegnen. Früher war sie so nett und jetzt ist sie dieses abstoßende Ding. Geras Carino hätte da seine eigene Meinung zu. Sie würde sich mit eurer größtenteils decken. Wie schaffen sie sie aus dem Palast hinaus? Was haltet ihr davon, wenn wir erst einmal vorsichtig Erkundigungen in der Stadt einziehen? Vielleicht erledigen wir erstmal unsere sonstigen Geschäfte. Isarun sucht die Respektabilität auf. Ich suche den Raya-Tempel auf. Und bei dieser Gelegenheit fragen wir mal, wie die Lage so in der Stadt ist. Ob Alara tatsächlich hier ist oder wie Selindian ankam, was für Truppen oder was auch immer er mitgebracht hat. Und dann können wir immer noch um eine Audienz ersuchen. Der Nachteil, was diese Sache mit dem von unter aller Tissen angeht, ist, sobald wir es auf dem offiziellen Weg versucht haben und gescheitert sind, wird es sehr viel schwieriger, den Inoffiziellen zu wählen. Beziehungsweise, auch wenn wir mit ihm davonkommen würden, wüsste man, wer es war. Trotzdem besteht natürlich die Hoffnung, dass Selindian diesen Gefangenen einfach so freigibt, wie wir ihn überzeugen können. Oder wir machen das ganz geschickt. Wir implizieren, dass es seine Schwester furchtbar aufregen würde, wenn dieser Gefangene freigelassen wird. So, nebenbei im Gespräch. Ja. Ich denke, das ist moralisch vertretbar. Denkt ihr, ja? Ja, wir sind ja nicht dafür verantwortlich, was Selindian Hal tut. Wir sind nur dafür verantwortlich, was wir sagen. Und wir sagen ihm ja nicht einmal, dass er ihn freilassen soll. Also, wo seht ihr da irgendwie eine moralische Verwerflichkeit? Das ist nicht der richtige Weg. Aber vielleicht ist es der einzige Weg. Nun, wenn wir uns alle einig sind, dass wir seine Truppen brauchen werden, scheint es das zu sein. Und wenn wir gar nicht an Alara vorbeikommen, brauchen wir uns auch keine Gedanken machen, wie wir Selindian überzeugen können. Also finden wir erstmal heraus, ob sie hier ist. Gut, so könnt ihr in die Stadt gehen und wenn ihr mögt, mir jeder einmal eine Gassenwissenprobe geben. Alternativ könnt ihr natürlich in der Stadt euch so oder so umsehen. Ich glaube, jeder von euch wollte auch andere Punkte anlaufen, die ihr dann einmal anspielen könnt. Gassenwissenprobe könnt ihr mal reinschmeißen, ansonsten beginnen wir einfach mal mit Zulamin. Was möchtest du tun? Ich möchte gerne das Bodenreiterpferd zurückbringen. Dafür würde ich die Witwe Prutz fragen, wo denn hier in Gareth die Bodenreiter ankommen. Also, Jack, wird es doch sicher irgendeine Poststation oder so geben? Ja, selbstverständlich. Direkt an der Hauptstraße. Zu allen vier Winden raus. Da kann man die abgeben. Je nachdem, ob sie blaue Pfeile sind oder die Beilunker. Das weiß ich nicht. Aber an den Stadttoren sitzen die Reiter. Vielen Dank, Frau Prutz. Ich meine, es war das Wappen von den blauen Pfeilen, das auf der Satteldecke aufgestickt war. Korrekt. Ja, so kannst du nach einer kurzen Erkundigung bei Witwe Prutz dann auch deine 7 Sachen nehmen und mit dem Pferd in Richtung der Packstation laufen, wo du dann auch empfangen wirst. Oh! Das ist ja schön. Das Pferd gehört zu uns. Wo habt ihr es aufgegriffen? Recht weit von hier. In der Wildermark, in der Nähe von Talf. Ich muss euch leider sagen, dass der Reiter tot ist. Meine Gefährten fanden ihn und haben ihn meines Wissens auch bestattet.
Das war Harads Pferd. Ihr wisst seinen Namen, das ist gut. Dann, ja, könnt ihr seine, dann könnt ihr seine Familie benachrichtigen. Wisst ihr, was mit dem Brief passiert ist? Der Brief des Baron von Wutzenwald, meint ihr? Einige meiner Gefährten brachen, nachdem wir das Pferd eingefangen hatten, nach Wutzenwald auf. Die Sache hat sich erledigt. Nun, ich werde leider einen weiteren Botenreiter ausschicken müssen, um diesen Brief zu überbringen, aber vielen Dank. Wir werden den Baron Wutzenwald um Verzeihung bitten und dass er einen neuen Brief aufsetzen möge. Aber danke, dass ihr uns das Pferd wiedergebracht habt. Nun, wie gesagt, die Sache hat sich zwischenzeitlich geklärt. Also es kam zu einem Gespräch mit dem Herrn Baron und ich denke, ihr würdet alte Wunden aufreißen, wenn ihr ihn bitten würdet, den Brief noch einmal aufzusetzen. Nun, das liegt also nicht in meiner Entscheidung. Wir sind durch Vertrag dazu verpflichtet, dass wir unsere Post anbringen. Und wenn wir das nicht tun, wie sollen wir die Beilunker Reiter denn sonst jemals schlagen? Im Ruf. Nun, wenn ihr das tun müsst. Nun, vielen Dank für das Pferd, sehr geehrter Rajani. Wir werden selbstverständlich einen großen Obolus anbringen, wenn unsere Börse wieder etwas besser läuft und das dann dem Raya-Tempel spenden. Vielen Dank. Das freut mich. Dann alles Gute und Raya mit euch. Abemir, was möchtest du tun? Ich würde zum Zirkel der freien Wissenschaften gehen und meinen Kontakt, so ich ihn kenne, zu den Schatten aufsuchen. Und wo möchtest du hingehen? Zum Zirkel der freien Wissenschaften. Zum Zirkel der freien Wissenschaften, ja, gut. Ich vermute mal, da ist mein Kontakt wahrscheinlich. Ja, selbstverständlich. Also, wenn nicht da, wo sonst? Dann kannst du dich nach kurzem Fragen zu der Leiterin Pervalia Arkanjev durchfragen. Das ganze Gebäude ist immer noch wohl im Aufbau, nachdem die Schlacht in den Wolken so ein bisschen mit dem einen oder anderen Steinbrocken nicht zerstört hat, aber definitiv hat das Gebäude gelitten. Und kannst dann die schwere Steintür mit dem schwarzen Auge im Pentagramm dann öffnen und so dann in ihrer Stube stehen. Sie nickt dir zu. Ah, Magister.